Im heutigen Roblox Adopt Me Video machen wir mein allererstes Diamond Egg auf. Ihr habt richtig gehört, das Diamond Egg. Wir können einen Diamond Griffin, einen Diamond Dragon oder ein Diamond Unicorn bekommen. Seid gespannt, was es wird und vergesst natürlich nicht, den dicken, fetten Like dazulassen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um zukünftig keine Videos und Verlosungen mehr von mir zu verpassen. Und jetzt hätte ich gesagt, geht's los mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Roblox Adopt Me. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Also für mich, vielleicht auch für euch, ich weiß es nicht. Aber Leute, heute machen wir mein Diamond Egg auf. Wenn wir hier suchen, Leute, nach Diamond, dann sehen wir hier mein Legendary Diamond Egg. Ich habe das getradet für 4 Frost Furries, eine Fly und eine Ride Potion. Ihr seid euch absolut uneinig gewesen in den Kommentaren, ob das ein guter oder ein schlechter Deal ist. Aber lasst euch gesagt sein, ich habe mega viel Recherche betrieben und das war es definitiv wert. Denn während das goldene Ei definitiv nicht mehr so viel wert ist, weil man bekommt es letztendlich alle 6 bis 6,5 Monate, ich kann mich jetzt gerade nicht mehr erinnern, wie lange man warten muss, ist dieses Ei extrem selten. Man bekommt es maximal einmal im Jahr. Ich glaube, nach 370 oder 380 Tagen oder so bekommt man das, wenn man sich jeden Tag einloggt. Und das ist mega, mega krass, hätte ich gesagt. Und es ist noch nicht so lange draußen, Leute, das Diamond Egg. Und deswegen ist es im Moment noch viel wert. Ich meine, in ein paar Jahren haben wir vermutlich alle einige Diamond Eggs schon aufgemacht, aber dieses Ei ist, hätte ich gesagt, von allen Eiern, die es gibt, das besonderste Ei, das im Moment noch im Spiel ist. Denn natürlich ist das Safari Egg das teuerste Ei zum Traden, aber das können wir ja im Moment nicht mehr bekommen. Und ich hätte gesagt, das Diamond Egg ist das Ei, das eben am allerbesondersten ist von allen Eiern, die noch im Spiel sind. Wir haben jetzt... Oh Gott, Leute, ich bin so aufgeregt. Es tut mir leid. Ich bin so richtig aufgeregt. Wir haben sofort unser allerersten Need, der da heißt, wir müssen zum Duschen. Und ich bin so unfassbar gespannt, Leute, was in diesem Ei drin sein wird. Denn ich habe lang und breit darüber nachgedacht, ob ich mit allen drei letztendlich glücklich sein werde. Und ich muss euch definitiv sagen, ja. Ich glaube, dass ich, egal was in diesem Ei ist, richtig, richtig glücklich sein werde. Wisst ihr, was mich richtig freuen würde, wenn ich, Moment, golden, wenn ich zu meiner kleinen Buttercup hier, das ist Buttercup, die habe ich in meinem letzten Video aufgemacht, wo ich ein goldenes Ei aufgemacht habe, wenn sie eine Schwester bekommen würde, das eben ein Diamond Unicorn wäre. Und Leute, wir müssen jetzt einfach alle an Diamond Unicorns denken. Dass das doch noch ein Diamond Unicorn wird. Und dass es kein Griffin und kein Drache wird, sondern, Leute, ein Diamond Unicorn. Denn ich liebe einfach Pferde, Leute, und vor allen Dingen natürlich Einhörner. Und deswegen würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn das tatsächlich ein Einhorn wird. Aber egal, was es wird, wir werden uns auf jeden Fall trotzdem freuen. Und wir werden natürlich auch mal wieder versuchen, das Ei irgendwie schön anzuziehen oder so. Wir müssen zu den Hot Springs. Das heißt, ich hätte gesagt, wir gehen einfach dahin und wir nehmen keine Shortcuts, denn wir wollen uns so gut wie möglich um unser kleines Ei kümmern, dass dieses Ei tatsächlich auch ein Einhorn wird. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendeinen Einfluss hat. Vermutlich nicht, Leute. Oh, wir können fahren. Lasst uns mit irgendwas fahren. Mit der Royal Carriage, Leute. Lasst uns mit der Royal Carriage fahren, oder? Oder haben wir noch irgendwas, was einhornmäßiger ist? Nee, ne? Wir haben nichts mehr, das einhornmäßiger ist. Wir fahren mit der Royal Carriage. Ich bin der absolut schlechteste Fahrer auf Gottes Erdboden hier in Adopt Me. Ich probiere es aber trotzdem, Leute. Wartet, ich schaff's. Wir hätten vielleicht jetzt nicht direkt durch, weil hier hinten ist doch Hot Springs, oder? Oh mein Gott, Leute, ich bin lost. Wir müssen jetzt hier einmal rum. Das schaffen wir. Kommt, kommt, kommt. Ich hab doch keinen Unfall gebaut. Es ist auf jeden Fall schon mal klasse. Ich habe noch keinen Unfall gebaut. Ich hätte gesagt, wir steigen ab und gehen selbstständig jetzt dahin. Die Frage ist, sollen wir uns ins Wasser stürzen? Wird es dann ein Einhorn? No. Leute, wir probieren es. Wuhu! Komm, Ei. Ja, aber ich bin mir halt nicht sicher, ob Einhörner wirklich Wasser mögen.
Wir haben es auf jeden Fall probiert, Leute. Ich hätte gesagt, wir haben das Maximale jetzt getan, dass dieses Ei ein Einhorn wird. Ihr könnt mir ja mal, während wir auf die Hot Springs warten, in die Kommentare schreiben, was ihr euch aus euren Diamond Egg wünschen würdet. Würdet ihr euch ein Einhorn wünschen oder einen Drache oder einen Griffin? Und wenn ihr gerade dabei seid, schreibt doch sehr, sehr gerne auch in die Kommentare, was ihr glaubt, was in meinem Ei ist. Also was glaubt ihr ist in diesem Ei? Ist da ein kleiner Griffin, ein Drache oder ein Einhorn drin? Denn letztendlich kann man sich's ja nicht aussuchen, sondern man kann sich ja nur was wünschen und dann bekommt man's oder nicht. Ja, man kann sich's halt leider nicht aussuchen, aber ich bin der Meinung, dass ich mich auch über einen Griffin sehr freuen werde. Nicht nur über ein Einhorn, denn es ist halt schon sehr, sehr, sehr besonders, ein Diamond Pet zu haben. Und ich frage mich jetzt gerade, also, möchtest du bitte irgendwas? Ich möchte jetzt bitte sehen, was du bist. Eine Minute, 37 Sekunden später. Okay, also, das Ei wünscht sich absolut nichts. Wir nehmen unseren Unicorn Stroller, weil wir, oder nein, Rainbow Stroller ist es, glaube ich. Es heißt nicht Unicorn Stroller, sondern ich glaube, wie heißt denn der Stroller? Rainbow Stroller, okay, fast. Wir nehmen den Rainbow Stroller, Leute, und gehen einfach mal Richtung Marktplatz oder wie auch immer der Platz heißt. Und spawnen unser Haus hierher, um unser kleines süßes Einhorn zu tränken. Macht das irgendwie Sinn? Ich bin mir nicht sicher. Und ich habe Einhorn gesagt, ne? Ich habe nicht Diamond Egg gesagt, sondern ich habe Einhorn gesagt. Also wisst ihr Bescheid, was ich mir wünsche? Oh nein! Oh nein, es ist doch schon wieder eine absolute Katastrophe, weil ich so, ja, ich freue mich über alles. Und dann ich so, mein Einhorn hat Durst. Ach Gott, Leute, das wird doch eine absolute Katastrophe, wenn es jetzt irgendwas anderes ist. Ich bin irgendwie nicht bereit, Leute. Ich bin irgendwie nicht bereit, diesem Ei jetzt was zu trinken zu geben. Denn das bedeutet, dass wenn wir dem Ei was zu trinken geben, wissen wir, was es sein wird. Und wenn da jetzt, ich weiß nicht. Also ich meine, wir haben ja nur eine Chance von 1 zu 3. Vielleicht haben wir ja einfach Glück. Ich weiß nicht. Ich befürchte, dass keiner mit mir ein Diamond Unicorn tauschen würde gegen einen Griffin oder einen Dragon. Von daher hätte ich gesagt, behalten wir einfach, was auch immer da drin ist. Und wenn wir das jetzt gleich schlüpfen werden, dann werden wir auf jeden Fall noch das kleine Pet anziehen. Puh. Seid ihr bereit? Nein, doch. Oh, wir könnten es auch schlafen legen. Nee, Leute, lasst uns das Ei trinken lassen. Was? Ich bin ganz offensichtlich einfach nur hysterisch und das Ei schlüpft jetzt. Oh mein Gott, es ist ein Einhorn! Nein! Es ist ein Diamond Unicorn! Ein paar Sekunden später. Ich glaube es nicht. Ich habe ein Diamond Unicorn aus dem Diamond Egg gezogen. Es ist gerade dunkel. Das heißt, ihr seht das kleine süße Unicorn jetzt gerade, wie es aussieht, wenn es dunkel ist. Wir warten natürlich, bis es wieder hell wird, dass ihr auch natürlich das Diamond Unicorn in einfach wunderschön sparkly, sparkly Diamond sehen könnt. Und Leute, wie viel Glück habe ich? Wie viel Glück habe ich? Ich glaube, das Spiel weiß einfach, dass ich ein Pferdemädchen bin und ich einfach, ja, Einhörner über alles liebe. Und deswegen hat mir Adopt Me einfach mein zweites Unicorn geschenkt. Und Leute, wenn ich mir jetzt überlege, so das ganze Video wollte ich mich irgendwie selber beruhigen, dass ich mich trotzdem freuen muss, wenn ein Dragon oder ein Griffin kommt. Und am Ende des Tages wollte ich einfach nur ein Einhorn. Und da ist es. Unser kleines Einhorn. Wir lassen es natürlich trinken. Und wir müssen uns jetzt natürlich noch einen Namen überlegen für unser kleines Diamond Unicorn. Das muss natürlich mega besonders sein, Leute. Denn ich hätte gesagt, die kleine Maus hier ist mein absolut besonderses Pet. Und ich liebe sie über alles. Und sie ist einfach wunderschön. Wir könnten jetzt mal einfach gucken. Jetzt, Moment. Wir müssen hier sie sowieso gleich in die Wanne setzen. Oh mein Gott, guckt sie euch an, wie sie hier in der Badewanne sitzt. Während die kleine Maus hier noch in der Badewanne sitzt, hätte ich gesagt, geben wir ihr schon ihren Namen. Ihre Schwester heißt Buttercup und sie heißt Princess. Denn ich persönlich finde, es gibt keinen... Oh mein Gott, jetzt ist es
hell. Ich glaube, ich spinne, Leute. Es ist so mega schick. Denn es gibt keinen Namen, der ihr gerechter wird, außer Princess. Und deswegen nennen wir die kleine Maus Princess. Und sobald sie hier fertig ist, nehmen wir sie natürlich hoch. Warum kann ich sie denn nicht hochnehmen? Ich weiß nicht, warum es nicht geht so jetzt. Nehmen wir sie hoch, setzen sie ab. Und ich hätte gesagt, wir gehen einfach mal ein Stückchen raus. Und dann, oh mein Gott, guckt sie euch an. Guckt sie euch an, wie wunderschön sie ist. Seht ihr das? Sie hat so eine cremefarbene Mähne und ein cremefarbenes Horn. Und die kleine Prinzessin ist einfach mega krass besonders, oder? So, dann machen wir hier Dress up und gucken mal, was wir ihr anziehen können, dass sie irgendwie hübsch aussieht. Das Problem an dem Ganzen ist, Leute, ich habe noch nicht so viele Sachen. Wir könnten ihr natürlich auch wieder so Headphones geben wie ihrer Schwester. Dann wären sie irgendwie so im Zwillingslook unterwegs, denn die habe ich jetzt erst gekauft. Und, oh, wisst ihr, was wir... Oh nein, jetzt habe ich die... Oh mein Gott, das sieht so süß aus. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr heute alles wieder in die Kommentare schreiben müsst, ne? Aber ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr eure Pets immer so anzieht oder ob ihr eure Pets überhaupt anzieht. Ich überlege jetzt gerade, ob ich ihr eine Fly und eine Ride Potion geben soll oder nur eine Ride Potion. Ich glaube, wir geben ihr nur eine Ride Potion. Ja, von denen habe ich auch mehr, Leute. Lasst ihr eine Ride Potion geben. Und dann können wir sie nämlich reiten, denn das finde ich immer mega schön, wenn man tatsächlich die Pets dann auch reiten kann. Da ist sie. Oh mein Gott, wir können sie jetzt reiten, die kleine Princess. Und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich die Brille lassen möchte oder nicht. Schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare, mit oder ohne Brille. Das ist sie ohne Brille. Ich glaube, ohne Brille ist sie irgendwie süßer, oder? Ich bin mir nicht sicher. Schreibt mir in die Kommentare, was würdet ihr der kleinen Maus anziehen? Gefällt sie euch? Hattet ihr das auch tatsächlich gedacht, dass wir nochmal ein Einhorn bekommen? Wie viel Glück habe ich bitte? Leute, das ist das Ende des Videos. Wir haben ein zweites Einhorn aus unserem Ei gezogen. Ich bin mega, 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 mega happy. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, lasst uns jetzt gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!